Ah ja, aber noch mal zum Schwarzschild, mal kurz der Text, weil das eine sehr, weil das hier eine Storywaffe ist. Dieses Großschwert, der durch Lorden wandernde schwarzen Ritter, kam gegen die Chaosdämonen zum Einsatz. Die weit ausholende Bewegung, die das ganze Körpergewicht in den Angriff wirft, ist der Größe der damaligen Feinde geschuldet. Also ja, die schwarzen Ritter haben damals gegen solche Dämonen wie den Taurus gekämpft oder den Asyldämon, den die wir schon besiegt haben. Das sind ja nur zwei der vielen Dämonen, die es hier gibt. Gleichzeitig machen die schwarzen Ritter aber auch Jagd auf Untote wie uns. Deswegen sind sie uns nicht ganz so freundlich gesonnen. Es war ja auch mal geplant vor den Spieleentwicklern, dass die schwarzen Ritter einfach zufällig auftauchen und Jagd auf uns, den Spieler, machen. So, bevor wir jetzt wieder zurück zur Kirche gehen, das war die erste Haltestelle, die ich angehen wollte. Gibt es noch eine Haltestelle zum Angehen? Nämlich hier nach oben. Zurück zum Drachen. Den lassen wir erst einmal die Brücke säubern. Das gibt uns nochmal 555 Seelen. Also hier ist eine gute Stelle, wenn man farmen möchte. Und dann jetzt hier rüber. Das war knapp, weil das hier ist ein toter Winkel, in dem uns ein Feuerstrahl nicht trifft. Höhlensoldatenrüstung. Nehmen wir immer gerne. Und jetzt warten wir hier einfach. Das ist nämlich ein kleiner Trick, den nicht viele kennen. Wir warten, bis El Drago da oben sich hier runter bequemt. Und rennen dann gepflegt an ihm vorbei. Genau, wir kriegen zwar einmal eine ab von ihm, aber wir schaffen es hierher weg. So. Ja, Feuer ruhig. Und die Untoten hier können wir getrost ignorieren. Ja. Jetzt fliegt er wieder hier hoch. Und jetzt macht er erst einmal einen Abflug. Sobald wir nämlich durch diese Stelle durch sind, haut er erstmal ab. Das sieht man. So, fliegt da weg und verschwindet dann gleich hier hinter den Felsen. Oder auch nicht. Komm, verschwind. Ja, er fliegt weg. So. Sieht man ihn noch? Nö. So, die Brücke, das heißt, die Brücke ist erstmal frei für uns. Wir müssen ihn also nicht mehr fürchten. Und das hier ist ein besonderer Ort, zu dem wir später mal kommen. Wenn es denn soweit ist. Hier gibt es allgemein nicht viel außer ein paar Untoten, die uns gar nichts tun. Deswegen ist es eigentlich wies, dass wir den gerade getötet haben. Erst einmal gibt es hier ein neues Leuchtfeuer, das wir mal kurz aktivieren können, aber noch nicht benutzen wollen. Dann gibt es hier einen Hebel, der das Tor öffnet. Und hier gibt es Tote. Also hier gibt es erst einmal zwei Loots zu plündern. Einmal das Claymore und einmal die Seele eines Untoten. So. Jetzt können wir theoretisch an dem Leuchtfeuer rasten. Das mache ich am besten auch mal. Nur rasten. Weil von hier aus gibt es dann den Weg hierher zurück zur Kirche. Man merkt, hier sind wir vor den Ratten gekommen. Und hier wäre dann wieder die Stelle mit dem riesigen Schwein. Diese Stelle machen wir jetzt erst einmal wieder frei. Na komm, angerannt. Ich weiß doch, dass du es willst. Und der Speertyp von der Seite kommt auch gleich schon. So. Weg mit dir. Die droppen natürlich immer noch keine Splitter. Wäre ja auch zu schön. So, der nächste Patient ist der hier. So, dafür fangen wir uns auch mal einen Bolzen ein, dass wir ihn schneller wegkriegen.
Noch einen Bolzen wollte ich nicht. Ihr gemeinen Kerle, ihr. Ihr Feiglinge. Schießt aus einem Meter Entfernung auf einen Gegner direkt vor euch, anstatt dass ihr wie Männer kämpft. So. Der ist auch weg. Nun trinken wir kurz einen Trank. Denn wir haben noch was etwas vor uns. Was sicher sehr lustig werden wird. Denn hier geht es zu den Ratten runter, aber hier ist auch noch eine Treppe hinauf, die ich euch nie gezeigt habe. Denn hier ist schon... Na komm. Der nächste schwarze Ritter. Und zwar eine bösere Version von ihm. Der erste war noch ziemlich easy, weil der nur ein Großschwert hatte. Ah, er verfolgt uns, er verfolgt uns. Und ich brauche Kampfplatz. So, komm her. Komm, ich weiß genau, dass du es willst. Entweder braucht er eine Weile oder er versucht mich zu veralbern. Ich glaube eher, er versucht mich zu veralbern. Ich höre ihn da genau laufen. Okay, jetzt mache ich was Riskantes. Ich gehe mal gucken, wo er bleibt. Oder ist er jetzt wieder hochgelatscht, weil ich ihm weggerannt bin? Na, er hat mich verarscht. Und wie er mich verarscht hat. Ja, ich habe Angst vor ihm. Ich habe auch begründete Angst vor ihm. Weil er ist mir direkt auf den Fersen. Ja, er ist mir direkt auf den Fersen und er hat ein großes Schwert. Aber wenn er das so einsetzt, au, macht er mir irre Schaden. Au. Genau das. Okay, Kumpel, du wirst erst einmal ignoriert. Ich sag ja, er ist schwieriger als sein Kumpel. Gerade eben war. Weil er ein viel größeres Schwert hat, mit dem er viel besser durch unsere Verteidigung kommt. Aber zum Glück ist hier gleich unser Seelenhaufen. Das heißt... Wir haben... müssen nicht ganz so weit laufen. So. Stirb du und gib uns unsere Seele wieder. Und unsere Menschlichkeit. So, dann heißt es jetzt wohl wieder zurück zur Kirche und jetzt müssen wir dann wohl farmen. So, weg mit dir. Und weg mit euch. So. Und so. Dann kommt hier noch einer hochgerannt normalerweise, wenn er sich nicht irgendwo wieder verkeilt hat. Also ja, den Boss, also den schwarzen Ritter speichern wir mal lieber auf, bis mein Schild etwas besser ist und ich besser seine Angriffe blocken kann. Also wahrscheinlich bis nach dem nächsten Boss. Einen Schluck zu uns nehmen. Hier haben wir es gleich wieder mit Balder-Rittern zu tun. Genau. Kommt her. Komm, 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 komm. Erster Balder-Ritter tot und er hat eine kleine Schärpe dabei.
Wenigstens eine schon mal von 7, die wir noch brauchen, um das Schild abzugraden. So, dann kümmern wir uns mal um den hier in der Ecke. Den lassen wir am besten gleich in die Ecke gedrängt. Der hat nichts für uns dabei, schade. So. Nebenbei, der schwarze Ritter hat ja noch was anderes fallen gelassen, und zwar einen grauen Brocken. Also wie man sehen kann, kleine Scherben verstärken Standardwaffen bis plus 5 und Brocken bis plus 14 und Kristall- und Blitzwaffen bis plus 4. Tilaritbrocken zur Waffenverstärkung. Kein Vorkommen außerhalb Lordwinds. Titanitscherbe zur Waffenverstärkung. In dieser Form wird Titanit am häufigsten vorgefunden. Trotzdem müssen wir hier farmen. Titanitscherben sind Bruchstücke der legendären Schollen. Titanit wird zur Verstärkung in Waffen hineingeätzt. Ah, klingt schmerzhaft. Seit diese Brocken in Lordwind gefunden wurden, hat die Jagd auf die legendären Schollen begonnen. Oder sind sie eventuell doch bloß ein Mythos? Ja, die Schollen sind das Größte, also mit einer Scholle kann man eine Standardwaffe auf plus 15 bringen. Nur, dass Schollen sehr, sehr selten sind in dem Spiel. Graue Brocken kriegen wir später auch, können wir später auch massenweise farmen, so wie wir jetzt kleine Scherben farmen wollen. Was sagt unser Schild eigentlich? Auf welcher Stufe ist es? Plus 2 und wir wollen es auf plus 5 bringen. Also fehlen uns noch ein paar Splitter. Zur Not kaufe ich mir auch ein paar, wenn wir genügend Seelen übrig haben, dass das Schild schneller auf das höchste Level kommt, also auf plus 5, was im Augenblick möglich ist. Für ein stärkeres Schild brauchen wir dann eine Spezialglut und die nächstgrößere Art von Titanit. Uah, daher haben wir jetzt in seinen Konter reingeschlagen. Aber da haben wir ihn erledigt. So. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen bei denen mit den Rapieren. Und ja, Balder. Ich habe ja noch gar nichts über Balder-Ritter und Benarike-Ritter so erzählt. Das sind, wie gesagt, Ritter aus zwei verschiedenen Ländern, also Balder und Benarike. Eine leichte Armbrust. Und was hast du? Noch ein Langschwert. Sind Ritter aus zwei verschiedenen Ländern, also aus Balder. Das ist die Heimat der Ritter, beziehungsweise des Ritterkönigs. Wir haben ja leider gerade keinen Balder-Gegenstand dabei, oder? Nein, wir haben nur Hüllenschilde. Die haben auch übrigens eine tolle Beschreibung. Stark verrostet, aber robust, bietet er viel Schutz. Ja, da ist dieses Schild hier etwas besser. Gewöhnlicher, weit verbreiteter Schild. Kann ich mal kurz in die Details gehen. Also ja, wie man sieht, es hat mehr Haltung, wiegt etwas weniger und hat 5% mehr Feuerreduzierung, was schon mal es schon besser macht als das Hüllenschild. Also auf jeden Fall wert es sich zu kaufen, wenn man es nicht besitzt. Ich als Ritter habe es ja schon von Anfang an. Aber ich glaube, unser Schmied hat ein paar... ich laufe ja ganz falsch. Es gibt ja noch zwei Balder-Ritter hier, die ich töten kann. Aber ja, Balder ist die Heimat des Ritterkönigs. Und laut den Beschreibungen der Balder-Gegenstände wurde Balder von Untoten überrannt. Also von den eigenen untoten Rittern, die nun hier in Lordwind rumspuken. Die alle versucht haben, hier die Glocke zu läuten. Oh, ist das ein Grafikglitch? Seht ihr das? Die Ketten da vom Aufzug gehen in den Himmel. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Glitcht es jetzt immer noch? Ja. Aber wie auch immer, die Balder-Ritter sind dann als Untote nach Lordwyn gekommen und haben halt hier versagt, in der Kirche die Glocke zu läuten. Deswegen halten sie nun hier als Untote so eine Art Mahnwache. Die Benarike-Ritter sind ebenso aus einem Land, und zwar aus dem Land des Königs Benarike, das den gleichen Namen trägt. Und der König Benarike war ein 2 Meter großer Kampfkoloss von einem Menschen. Also das sieht man ja den Benarike-Rittern auch an, dem einen, den wir da vor dem Altar getötet haben.
Und mir fällt gerade ein, wir müssen noch mal runter zum Feuerbandschrein. Ich habe etwas vergessen. Das können wir aber auch gleich machen.